Sehr lecker. Außen ist es so richtig schön knusprig geworden, innen aber trotzdem so leicht und fluffig geblieben. Kann ich mir sehr gut als Grundlage vorstellen für was Süßes, aber auch für herzhafte Aufstriche. Moin zu Einfach Thermomix. Wir machen heute eines der beliebtesten Rezepte aus der Kollektion Fit mit Thermomix, und zwar das Quark-Eiweißbrot. Im Grunde also genau das Richtige für euch, wenn ihr sagt, ich hätte gern was, was besonders kalorienarm ist, dafür aber sehr ballaststoffreich und proteinreich. Als allererstes heizt ihr euren Backofen vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und legt eine Kastenform mit ein bisschen Backpapier aus. Jetzt kommen als erstes 5 Eier in den Mixtopf. Zu unseren Eiern kommt jetzt 500 Gramm Magerquark hinzu. Dann noch 1,5 Teelöffel Salz. Und dazu kommen dann noch 200 Gramm Haferkleie, wobei ihr die am besten mit dem Esslöffel in den Mixtopf gebt, damit ihr sie einfacher abwiegen könnt. Jetzt müsst ihr noch 100 Gramm zarte Haferflocken hinzugeben, dann noch 30 Gramm Leinsamen und zu guter Letzt noch ein Päckchen bzw. 15 Gramm Backpulver. Deckel drauf und dann alles eine Minute lang kneten lassen. Jetzt einmal mit dem Spatel alles nach unten schieben und dann nochmal eine Minute lang vermischen. Unseren fertigen Teig, den geben wir jetzt in unsere vorbereitete Kastenform und geben die dann gleich mit dem Teig in den Ofen, den wir auf 180 Grad vorgeheizt haben, für knapp 40 Minuten. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Das kann je nach Hersteller natürlich immer ein bisschen unterschiedlich sein. Nachdem ihr euer Brot für knapp 40 Minuten gebacken habt, holt ihr es einmal kurz raus aus dem Ofen und nehmt die Kastenform ab. Gebt es also auf dem Backpapier wieder in den Ofen für knapp 8 Minuten und dadurch wird euer Brot so richtig schön knusprig, weil einfach das Wasser besser verdampfen kann. Das Brot solltet ihr übrigens am besten innerhalb von 2 bis 3 Tagen verzehren. Wer das nicht schafft, kann es aber natürlich auch einfrieren, dann hält es sich richtig lang. Ihr habt es gesehen, Quark-Eiweißbrot ist wirklich schnell und einfach zu machen. Wer Lust hat, probiert es jetzt einfach mal selbst aus oder guckt in eins von den beiden Rezepten hier rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Darüber würden wir uns sehr freuen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, klickt doch mal hier auf Abonnieren. Bis nächste Woche. Tschüss!